Jung, 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 und sorglos. Eine Podcast-Serie für Kanzelschüler von Kanzelschüler. Willkommen zu Jung, frei und sorglos. Heute mit Energiewende, also Versorgung durch erneuerbare Energien und Atomenergie mit dem Atommüll, was ja auch eine grosse Frage ist von heute. Ja, Energie bildet halt die Grundlage der modernen Industriegesellschaft. Der Durchschnittsschweizer verbraucht ungefähr 130 Kilowattstunden am Tag, was 4,1 Tonnen Erdöl im Jahr entspricht. Also 4,1 Tonnen Erdöl pro Person im Jahr. Das ist extrem viel. Also weltweit wird der grösste Teil von Energie immer aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Aber fossile Brennstoffe sind ja endlich und darum müssen wir jetzt... Und fossile Brennstoffe sind ja extrem schlecht für die Umwelt. Also die macht einfach den CO2-Ausstoß aus und Klimaerwärmung und so weiter. Darum ist die Energiewende, also die Umstellung zu erneuerbarer Energie, ist eigentlich ein Muss für unsere Gesellschaft, für die ganze Welt. Und wir müssen zu erneuerbarer Energie umsteigen. Das ist die Energiewende. Was ist jetzt überhaupt erneuerbar, also erneuerbare Energie? Was versteht man jetzt darunter? Energie, wo sozusagen erstens mal nicht schädlich für die Umwelt ist und weiter auch quasi infinit ist. Also, dass es wie keine Begrenzung gibt, wie zum Beispiel bei der Kohle oder beim Erdöl, Erdgas. Also, wie bei einem Wasserkraftwerk, wo einfach unendlich viel Wasser den Fluss durchlaufen. Solange der Fluss hat. Aber theoretisch ja. Ja, die Energiequelle ist eigentlich unersättlich, theoretisch. Und sie haben auch selten Abfall. Genau, ja. Sie haben einen kleinen bis gar keinen CO2-Ausstoß. Ja. Wir haben jetzt auch natürliche Energie, potenzielle Energie vom Wasser im Fluss oder eben Wärmeenergie von der Sonne, die du dann kannst in Strom umwandeln. Genau. Gut, jetzt, eben, wir haben uns jetzt eigentlich vor allem auf die vier grössten Energiequellen konzentriert. Das sind natürlich Solar, Atom, Wind- und Wasserenergie, Wasserkraftenergie. Also die vier grössten in der Schweiz. In der Schweiz und eben erneuerbare, abgesehen von Atom natürlich. Genau, es gibt auch viele andere, also Gezeitenkraftwerke, wo es eben und Flut nutzen zum Strom herstellen. Dann natürlich Kohlekraftwerke. Aber das sind jetzt für die Schweiz natürlich Kraftwerke, die nicht viel gebraucht werden. Darum konzentrieren wir uns so auf die grössten vier in der Schweiz. Gut, Wind ist eigentlich in der Schweiz jetzt auch noch nicht ausgebaut, aber es wäre eine Möglichkeit. Solar auch in der Schweiz. Kommt ja auch erst wirklich so ein bisschen auf. Ja, es sind Sachen, die aufkommen, aber gleich in Zukunft wahrscheinlich eine grössere Rolle spielen werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich eine gute Lösung für die Schweiz? Was können wir machen? Wie du schon angeredet hast, es gibt unter anderem die Windenergie. Mhm. Die ist in der Schweiz noch nicht ganz so gut ausgebaut. Es wird gerade mal 0,3% vom Schweizer Strombedarf bedeckt mit der Windenergie im Jahr 2019. Und es gibt auch gerade mal 6 kleinere Windparks mit etwa 5 bis 6 so Windrädern. Ja, die Windräder sind aber eigentlich mehr gut für die Umwelt. Es macht ja Sinn, es braucht eigentlich nur Wind zum Strom produzieren. Aber die Effizienz davon wird noch ein bisschen in Frage gestellt, weil es ist vom Wind, von der Qualität und von der Quantität vom Wind abhängig. Und man hat halt nicht überall die gleichen Windverhältnisse. Ja, und darum sind auch in der Schweiz noch nicht so viel gebaut worden, weil es gibt nicht ganz so viele Orte, wo man das kann erbauen kann. Man ist doch auch auf eben Widerstand von der Bevölkerung und genau, Politik gestoßen. Das ist auch ein Punkt gegen Windkraft, ist, ja, dass die Landschaft quasi verschmutzt wird. Aber wenn wir das nicht einfach in Kauf nehmen, dass unsere Landschaft verschmutzt wird. Ja, wir verbauen ja eh alles eben. Und so Windräder. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt anschaut, wie viel Prozent das ausmacht, das ist ja, es steht jetzt so ein riesen Teil, da stehen dann voll so riesen Dinge irgendwie im Weg und nachher
so ein halbes Prozent von. Ja, aber das ist einfach. Die sehen cool aus. So, ja, aber die Windenergie ist ja eigentlich unrentabel. Also ohne die Förderung würde es nie genug Strom produzieren zu diesem Preis. Also niemand würde. Ja, klar, also nur Windenergie, mit dem kommt die Schweiz 100% in Klage. Und darum frage ich mich, ob es sich dann lohnt. Ich finde Windräder jetzt nicht besonders hübsch. So vor dem Haus Wind. Ja, Platz ist halt begrenzt in der Schweiz. Also, ja, aber dann könnte ich auch. Weder für Solar noch Wind werden wir richtig viel Platz finden irgendwo. Also, ja, so Solar könntest du auch auf jedem Dach aufbauen. Und dann hättest du auch genug Strom für alle, wenn ihr seinen eigenen Strom vom Dach produzieren würdet. Ja, aber dann würde ja auch die Landschaft verschmutzt werden, oder nicht? Nein, ich meine, ob jetzt da auf dem Haus jetzt schwarze Felder recht oder nicht, ist dann auch egal, das ist schon kaum. Wieso? Also wenn du jetzt auf einer Kirche Solarzellen wirst, du auf der Kirche, kannst du auf dem Haus. Ja, woher bekommt dann die Kirche ihren Strom? Aus einem Haus kannst du für die ganze Umgebung Strom produzieren. Ja, so krass ist das, glaube ich, nicht. Nein, doch, ist nicht das nein. Du hast vielleicht Überschuss, aber so. Also du kannst den Strom den Nachbarn verkaufen. Ja, das funktioniert sehr gut. Aber wenn du Überschuss hast, kannst du verkaufen. Oder an einen Nachbarn vielleicht, aber das ist jetzt nicht für eine ganze. Ja, eben, aber ich meine, wenn jeder ein Solarpanel auf dem Dach hätte. Aber wer kann sich denn, ich weiss, es kann sich eben nicht jeder Solarzellen so leisten. Ja, also ich finde eigentlich noch in Deutschland finde ich es noch spannend. Die dann ja subventionieren. Ja, alle, die Solarzellen auf dem Dach tun. Machen in der Schweiz zum Teil auch, fördern es nicht so fest, was ich eben schade finde. Also man könnte ja vom Staat aus sagen, der Staat unterstützt das und dafür gibt man einen Teil vom Strom eben den Nachbarn ab oder was. Man könnte sehr viel Geld auch dann sparen, um keine Atomenergie mehr zu produzieren. Und ich meine, es gibt sehr viele Vorteile von Solarenergie. Also ich meine, die Energie von der Sonne, die ist eigentlich eine Konstante, die ist unbegrenzt. Ja, bis die Sonne mal ausgeht natürlich. Da kann ich aber zu Wind sagen, ist das genau das Gleiche. Nein, ist ja abhängig vom Wind. Wind ja, aber Wind ist nicht. Aber Wind Solar ist immer auch abhängig von Tag und Nacht und Wetter. Und Wind gibt es auch in der Nacht. Alle erneuerbaren Energien kommen ja aus der Natur. Also nicht jetzt Atom oder so, Natur. Also wirklich aus der Natur selber so direkt. Also eben Wind, Solar, Wasser, Geothermie oder so. Das ist halt immer abhängig, wie nachdem sich die Natur verhält. Also hat es immer so ein bisschen Schwankungen. Ja, und da muss halt die Technologie vor allem noch fortschreiten. Ja. Damit gut, da muss ich jetzt eben der Solarenergie halt sagen, die Technologie dort ist sehr fortgeschritten. Also es gibt alle halbe Jahr gibt's neue Innovationen. Darum traut sich auch niemand wirklich rein investieren, weil man weiß, in einem halben Jahr wird es einen besseren Solarzellen geben. Das ist bei der Windenergie genau der gleiche Fall. Ich habe das Gefühl, wir müssen einfach mehr Forschung und Geld investieren, damit eben die Solarpanels oder eben auch die Windräder viel effizienter arbeiten. Gut, jetzt, also wir reden ja jetzt vor allem eben von den erneuerbaren Energien. Genau, ja. Aber meinen Sie, man könnte das, also die Atomenergie komplett ersetzen und wollen wir das überhaupt? Das ist eine gute Frage eigentlich, weil erstaunlicherweise, es hat mich noch überrascht, dass Atomenergie von den CO2-Emissionen recht gut dasteht. Also der Atomstrom ist relativ umweltfreundlich eigentlich. Und man hat sich auch schon überlegt, jetzt mit dem Pariser Klimaabkommen, dass wir bis 2030 CO2-neutral werden. Dass wir 2050, ja, bis 2030 halbieren einfach. Dass wir dann ein Atomkraftwerk könnte bauen, theoretisch. Also man macht es nicht wirklich, aber es würde helfen, es würde CO2-Emissionen, ist das relativ einer der besten Strom eigentlich. Aber das Problem beim Atomstrom ist einfach der Atommüll, der nachher entsteht. Also das ist eigentlich so die grösste Downside. Sonst wäre es eigentlich gar nicht so ein schlechter Strom. Es ist einfach, man hat dann nachher den Atommüll, wo man, im Moment wird das noch so neben der Atomkraftwerk so zwischengelagert, in einem Zwischenlager. Aber die Schweiz weiß noch nicht wirklich, was sie mit dem anfangen. Es ist so ein bisschen, ja, irgendwie ist so ein bisschen, mir überlegt sich irgendwie irgendwo zu verbuddeln oder so. Aber das Problem ist dann, dass es dann Millionen von Jahren dort bleibt. Also etwa eine Million Jahre. Und dann fragt man sich, wie man das so kennzeichnet für so die nächsten Generationen. Weil wenn dann die dort einfach, wenn jetzt irgendwie 200 Jahre irgendjemand bohren oder irgendwo Ausgrabungen machen oder so, dann
Gut, dann gibt es uns ja nicht mehr, ist nicht unser Problem. Natürlich. Nein, aber ich habe das Gefühl, das ist ja mir nur eine Verschiebung vom Problem. Also wir wollen jetzt klimaneutral werden und für das den CO2-Ausstoß senken und haben nachher aber Atommüll, wo eben Millionen Jahre lang, also das Problem auch ungelöst ist. Meine, nur weil wir es vergraben, ist das Problem nicht gelöst. Je nachdem eben schon. Also das kann man so oder so sehen. Also wenn du dir etwas dabei überlegst, das Zeug vergrabst und sagst, dort kann das eine Million Jahre bleiben. Und aber das weißt du dann auch nicht. Es wird niemand jucken, es wird, gibt gar keine Gefahr von Erdbeben oder irgendwelchen Naturkatastrophen in der nächsten absehbaren Zeit. Also ein paar tausend Millionen Jahre vielleicht. Das kann man ja einschätzen. So hat das Finnland gemacht. Also Finnland hat das erste atomare Endlager von dieser Welt. Die haben einfach direkt neben dem Atomkraftwerk einen guten Untergrund gefunden, also so Gestein, der irgendwie für Millionen Jahre dort ist, sich nicht bewegt hat und auch noch so bleiben. Und dort haben sie einfach Löcher, Kanäle und so gebuddelt, so wie so eine Mine, und können jetzt das dort entlagern. Okay. Dort sind extra noch so Polster, so Puffer und so rein. Und gut, die sind dann einfach einmal zu und sagen, das kann jetzt so zubleiben für Millionen Jahre, das kann eigentlich nicht passieren. Ja, natürlich. Also Atommüll ist natürlich die eine Sache. Das andere ist auch irgendwelche Explosionen, Katastrophen, die durch Atomkraftwerke passiert sind schon in der Vergangenheit. Ja. Und das Risiko für die sind immer da. Ja, das ist natürlich gar nicht schönste. Das ist wirklich etwas. Ja, und also dem hat man Angst. Das ist etwas mega unnatürlich, so die Strahlung. Und das sieht man nicht, aber es ist cool. Also, das ist wirklich, man spürt es, man sieht es nicht, aber es zerstört einfach Gewebe und. Und zahlen. Ja, es ist umstritten und eben alle Länder machen auch ein bisschen ihr eigenes Ding, was das angeht. Mhm. Eben Finnland oder Frankreich zum Beispiel, die setzen immer noch voll auf Atomstrom. Und es gibt ja auch immer neue Innovationen und Technologien, Ideen, was Atomstrom angeht. Also, dass man andere Stoffe benutzen kann, die weniger radioaktiv sind. Und es ist auch noch, es ist noch spannend, wie das. Klar ist Atomstrom schlecht, aber man fragt sich jetzt schon auch, ist jetzt die Kohle besser? Weil Deutschland hat ja das Ziel, bis 2022 alle Atomkraftwerke abzustellen. Aber das Problem ist dann, wenn man sie jetzt schon abstellt, dann muss man nachher auf fossile Brennstoffe zurückgreifen, die viel, viel schlimmer sind für die Umwelt. Und jetzt, wenn man die Atomkraftwerke sowieso noch hat, also die können bis zu 40 Jahre, ist das so die Lebenszeit sozusagen? Und die sind erst seit etwa 30 Jahren in Betrieb. Das heisst, die könnten gut noch 10 Jahre, in Deutschland zum Beispiel, könnten die gut noch 10 Jahre laufen, ohne dass der Atommüll ist eh schon da. Und es ist, meine, wieso nicht jetzt noch ein bisschen länger laufen lassen? Dafür kann man mehr bei den erneuerbaren Energien forschen, dass man dann nicht jetzt auf die fossilen Brennstoffe zurückgreifen und CO2-Emissionen wieder. Ja, da bin ich gleicher Meinung. Ich finde auch Kohlekraftwerke etwas vom Schlimmsten. Vor allem jetzt mit der Klimaerwärmung ist es wichtig, dass man eben, dass uns probieren, das Pariser Abkommen zu halten. Und für das können wir jetzt nicht einfach Atom abstellen und dann Kohle rauffahren. Das ist mehr kontrovers. Und wenn ich entscheiden müsste zwischen Kohle oder Atom, bin ich immer noch für Atom. Deutschland hat ja auch, die haben selber gemerkt, ja, schon ein bisschen halb geschickt vielleicht. Also einerseits, sie wollen jetzt eben aussteigen von Atom und haben jetzt noch gesagt, ja, wir tun gleichzeitig die Energiewende, wenn wir schaffen, bis 2050. Also sie wollen sich eigentlich als Pariser Klimaabkommen halten, definitiv. Ich glaube, es schaffen nicht viele Länder vielleicht. Sie sind sicher gut am investieren. Ja, also sie machen, das Deutschland ist auch gut, also das Land, wo man am meisten vorwärts macht. So. Auch in der Ostsee und Nordsee haben sie recht viel, auch mit Dänemark zusammen, recht viel Windanlagen aufgebaut. Und das ist eigentlich auch sehr effizient, weil so ist eben das Landschaftsbild, das du, Dominik, vorher erwähnt hast, nicht zerstört unbedingt. Gut, also im Meer ist ja genau das Gleiche. Da hast ja auch Fische, die leben, und es stört aber die auch. Das bringt ja eigentlich mehr, das bringt mehr Wohnraum für die Fische. Mhm. Weil wenn so eine Säule jetzt irgendwie dort runterfällt, ist dann gibt es ja keine irgendwelche Höhlen und so weiter. Das ist eine Behauptung von dir, die du ganz und gar nicht weißt. Ja, doch, das weiß ich eigentlich ganz genau. Du tust auch ins Aquarium irgendein Schiffswrack, so ein künstliches, damit die Fische dort können, so sich verstecken und so, oder nicht? Ja. Gut, ist ein bisschen weit hergeholt, aber. Also,
Ja, es ist Schiffswrack, egal. Wenn ein Schiffswrack sinkt am Boden und es nicht giftige Stoffe drin hat, dann ist es immer etwas Gutes für die Natur. Ja. Also am Meeresgrund werden Fische und ich als Pflanzentier immer Spass haben, so ein Schiffswrack. Aber so fette Säulen einfach so im Meer. Ja, das ist muss ja, nicht so musst du ja nicht gerade eine schöne Säule bauen, sondern du kannst ja irgendwie eben ja, dann auch gleichzeitig für die Fische. Dann musst du noch so Löcher einbauen. Genau, ja. So. Okay, ja. Das ist ein spannender Ansatz, Chris, ja. Also, ja, kann man sich ja gut. Also zurück zum Thema, Moment. Zurück. Also, wir wissen nicht, ob so die Säulen nicht gut sind für. Die schadet mir nicht, das kann man sagen. Ja, gut. Das wollte ich damit sagen. Also, gehen wir mal noch zur Wasserkraft. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ja, jetzt wenn wir schon im Wasser sind, ja. Wasserkraft ist eigentlich auch ganz eine alte Art von Energiegewinnung, also gibt es schon lange. Und früher ja bei Mühlen viel verwendet. Ja, voll bei Mühlen ist es verwendet worden. Und der, wo man Energie erfunden hat, sozusagen Strom, sind von Anfang an auch Wasserkraftwerke gebaut worden. Also das ist das stärkste in der Schweiz mit 59%. Genau. Sind Wasserkraft. Also es ist eigentlich die stärkste, also das, was wir am meisten haben. Ja, wir stellen 55% unserer Energie aus Wasserkraft her, genau in der Schweiz. Und? Aber man muss auch sagen, dass eben die Wasserkraft in der Schweiz ist eigentlich ziemlich ausgeschöpft. Also man kann eigentlich schwer oder praktisch nicht mehr noch weitere Wasserkraftwerke in der Schweiz bauen, weil es einfach keinen Platz mehr hat und überall schon eins steht, wo man eins bauen kann. Und es ist auch Naturschutz und alles. Ja, also das ist auch ein Punkt von mir. Jetzt, Wasserkraftwerke sind ja wirklich für Tiere und Pflanzen nicht etwas sehr Gutes. Viele Tiere sterben beim Passieren von denen. Natürlich gibt es Fischbrücken und so weiter, aber für einen Fisch ist es natürlich viel einfacher, normaler Verlust darauf zu schwimmen, anstatt nur die Fischbrücken zu suchen. Und ja, also ich kann allen mal empfehlen, an einem Staudamm so eine Fischbrücke anzuschauen, ist mega spannend. Das Problem ist einfach, viele sterben dann an diesen Stellen, auch in den Fischbrücken, weil es halt sehr eng ist und sehr viel Geschwindigkeit, die sie da müssen, oder Energie aufwenden, um dort dann hochzukommen. Und ja, das ist einfach ein ziemlich negativer Punkt an der Wasserenergie, finde ich. Ja, definitiv. Also, eben abgesehen von diesen vielen guten Punkten, eben, dass halt Nutzung, eben, es ist, das Wasser gibt es eigentlich unendlich. Also, es ist keine fossile Brennstoffe, etwas, das irgendwann fertig ist. Es ist halt eben eine erneuerbare Energie, die sozusagen umweltfreundlich ist und wo halt eben auch. So ein Wasserkraftwerk ist eigentlich ziemlich langzeitig betriebbar, also über sicher 50 Jahre mindestens. Mhm. Aber eben, es ist halt jeweils ein grosser Einschnitt in die Natur, je nachdem wie das Wasserkraftwerk gebaut ist und wie viel man sich dabei überleitet, auch in Bezug zur Natur. Also zum Beispiel das grösste Wasserkraftwerk der Welt, das ist ja das Drei-Schluchten-Kraftwerk in China. Mhm. China hat auch, stellt sehr viel Energie aus Wasserkraft her. Sie haben die drei von den vier grössten Wasserkraftwerken oder Staudämme in China. Und ja, die sind natürlich, die flutet einfach enorme Gebiete und stellen dort das Wasserkraftwerk an. Das ist ein extremer Einschnitt in die Natur. Obwohl es eigentlich eine erneuerbare Energie ist. Das ist schon etwas Krasses, ja. Ja, sehr. Ja, und also jetzt haben wir so ein bisschen die wichtigsten wichtigsten Energiekraftwerke vorgestellt. Jetzt, was machen wir in der Zukunft in der Schweiz? Was wird mehr ausgebaut? Wir probieren ja eben von der Atomenergie wegzukommen. Also langfristig gesehen wissen wir, das ist nicht die Endlösung, es gibt etwas Besseres. Was meinst du, wie wird es in der Zukunft aussehen? Was wird man mehr ausbauen? Was wird also, ich habe das Gefühl, jetzt kurzfristig gesehen, so in den nächsten 20 Jahren oder so, kann man schon noch die Atomkraftwerke laufen lassen. So einfach noch. Also ich würde sicher nicht. Also Neubau dürfen wir da reinnehmen. Aber so Atomkraft neigt sich am Ende zu, würde ich sagen. Also, aber es ist halt relativ billiger Strom, der relativ schnell und gut produziert werden kann. Ja, man kann es produzieren, wenn du es brauchst. Das ist auch etwas. Ja, es musst nicht warten, bis irgendwie die Sonne scheint oder bis der Wind kommt oder so. Ja, es ist zuverlässig. Es ist auch zuverlässig und das Stromnetz ja, also stabilisiert sich das Stromnetz. Aber gleich jetzt in der Zeit, wo man halt den Atomstrom noch brauchen kann,
wird sicher in all diesen Energien, Renewable Energies, da wird sicher viel geforscht. Und ich habe das Gefühl, Solarenergie hat extrem viel Zukunft in der Schweiz. Ja, das denke ich auch. Und wie du auch schon vorher gesagt hast, eben Atomenergie, solange jetzt die Atomkraftwerke stehen, denke ich, sollte man das noch möglichst gut ausnutzen. Und dann eben in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn die dann eh müssten erneuert werden, dass man dann das abschaltet und bis dann müssen wir auch gute Lösungen finden mit anderen Energiequellen. Jetzt eben Windenergie, denke ich, in der Schweiz ist nicht die optimale Lösung. Ich bin absolut für Solarenergie. Ich habe das Gefühl, das hat auch in der Schweiz sehr viel Potenzial. Mhm. Auch viele andere Länder ziehen bei der Solarenergie mit. Auch China ist auch bei Solar in absoluten Zahlen eigentlich der grösste Sonnenkollektor, wenn man es so sagen kann. Ja, China hat auch den grössten Solaranlagenpark im Bau, glaube ich. Ja. Ja. Der grösste bis jetzt hat, glaube ich, Marokko gehabt. Ja. Die haben dann auch in der Sahara, wo es natürlich zuverlässige Sonne cool, ja, aber das zeigt auch Saudi-Arabien baut jetzt eine riesen Anlage, das wird das ganze Land mit Strom versorgen und auch andere Nachbarländer werden Strom verkaufen. Und eben Solaranlagen, also die Solar-Photovoltaikanlagen, die Solar-Panels, ihre Technologie und Effizienz tut sich eigentlich alle 5 Jahre verdoppeln oder so etwas. Also, ja. Wirklich, man macht noch extreme Fortschritte und es hat immer mehr Potenzial. Und eben jetzt zum Beispiel in allen den Nahostländern oder Nordafrika-Ländern, da ist die Sonneneinstrahlung natürlich sehr stark. Auch in der Sahara ist ja auch selten bewölkt. Mhm. Das heisst, dort kannst du wirklich eigentlich die maximale Energie dort rausholen. Darum lohnt es sich auch natürlich in diesen Ländern holen. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso man nicht einfach dort Solarpanels baut und dann in die Schweiz könnte liefern. Ja, das ist natürlich eine Frage vom Spannungsabfall bzw. vom Transport vom Strom. Wenn du das so Solaranlage in der Sahara einfach aufbauen würdest, könntest du eigentlich vielleicht Afrika noch versorgen, auf eine gewisse Strecke. Ja. Mhm. Ja, und so gerade am Äquator wahrscheinlich auch noch. Aber so auf Europa oder China oder wo auch immer auf der Welt wird das sehr schwierig, weil dann lohnt es sich schon gar nicht mehr, den Strom zu produzieren, weil es einfach so viel verloren geht auf dem Weg zu den gewissen Ländern, weil der Strom halt aufkaufen. Eigentlich müssen wir herausfinden, wie man effizient Strom kann transportieren und dann wäre das Problem. Ja, oder auch eine richtige Batterie mal herstellen. Ja, das sind eben zwei grosse Probleme noch, was Strom angeht. Eben Speicherung und Transport. Transport, ja. Gut, jetzt außer dem Technischen ist natürlich auch das Politische. Ich meine, man kann schlechte Stromleitung durch eigentlich praktisch alle Länder durchschicken, ohne dass jemand es stört. Man muss dabei aber sagen, mit Pipelines funktioniert das. Fossile Brennstoffe, also Öl und Gas. Die gibt es ja, so solche Pipelines gibt es international. Gut, um die ganze Welt. Aber ich meine, dann bist du wieder abhängig von anderen Ländern. Also das Beispiel Polen und Öl, wo es mal einen Konflikt gehabt hat, hat Russland für Polen einfach den Gas- und Ölhandel sozusagen abgedreht. Okay, ja. Ja, also eben, ich habe das Gefühl, es wird einfach so ein Mix werden und müssen geben, so von verschiedenen erneuerbaren Energien, auch neue Innovationen. Ja. Und wahrscheinlich wird sich jedes Land so individuell ein bisschen müssen dran anpassen und auch die Geografie entsprechend gewisse Energieträger nutzen und gewisse nicht. Ja, genau, das eben mit Nordafrika, dass die einfach Solarenergie ausschöpfen und wir in der Schweiz halt Wasserenergie, weil wir viele Flüsse haben. Mhm. Und das ist natürlich die Macht von der Geografie, die bestimmt, welche Energie für welches Land am besten ist. Da muss jedes Land selber. Es gibt auch ganz spannende neue Technologien, was zum Beispiel Windkraft angeht. Also zum Beispiel Airborne Wind Energy Systems, das sind eigentlich fliegende Windkraftwerke sozusagen. Das klingt mega futuristisch. Das klingt sehr futuristisch, aber man ist da eigentlich dran forschen, also zwei verschiedene Sachen. Entweder Lenkdrachen, also die fliegen eigentlich in ein paar Kilometer Höhe, wo es ja konstanten und viel stärkeren Wind gibt als die Erdnähe. Also kann man dort mehr Strom produzieren. Und die fliegen dort mit, also die Idee wäre, dass die mit irgendwelchen Stahlseilen oder Boden befestigt werden. Muss man dann natürlich auch schauen, ob das irgendwie in den Weg kommt oder so, wo man die anstellt. Aber
die würden dann oben so fliegen und... Gut, aber das fände ich jetzt hübscher als Energie so, also ein so Windkraftwerk. Du fängst das schöner als... Ja, so ein Drache, so ein hübscher. Aber dann wären Tausende von denen in der Luft, das fände ich schöner als... Ja, die sind Kilometer über die Luft, die siehst du, und musst du ganz oben schauen. Aber wenn du im Sommer einen schönen Himmel hast und dann siehst du nur das Zeug. Werden wir ja gesehen, vielleicht kommt das vielleicht nicht. Aber spannend ist auch zum Beispiel nicht Wasser, kann man Gezeitenkraftwerke oder Strömungskraftwerke könnte man echt bauen. Gibt es auch schon zum Teil, aber könnte man noch mehr machen. Also wirklich einfach die natürliche Strömung oder Gezeiten, die auch konstant sind. Dass man ja, in der Schweiz wird es schwierig mit Gezeitenkraftwerken bauen. Ja, in der Schweiz wird es schwierig. In der Schweiz sind wir wirklich recht ausgeschöpft. Aber ja, in Deutschland nutzen sie auch Gezeitenkraftwerke. Oder Osmosenkraftwerke bringt jetzt in der Schweiz auch nichts. Aber überall, wo Süßwasserflüsse ins salzige Meer reinfliessen, könnte man theoretisch eine künstliche Membran herstellen. Und dann muss das Süßwasser sich mit dem Salzwasser vermischen. Und dieser Prozess hat ziemliche Energiepotenzial drin, wenn man es nutzen könnte. Ja, aber es würde sich wahrscheinlich vermutlich nicht rentieren, weil die Menge an Strom, die man daraus produziert, ist erstaunlich gross. Aber die Herstellung von dieser Membran ist ja immer noch in Forschung. Und so eine riesige Membran herstellen wäre so schwierig. Das ist natürlich in der Forschung und kann man jetzt noch nicht sagen oder wissen, dass jemals wird rentabel und nützlich sein. Biogas gibt es natürlich auch noch. Also dass man einfach Biogas herstellt und dann daraus Energie gewinnt. Es gibt ja auch noch Kernfusion, also eigentlich wollte man, es gibt ja Kernfission, das ist Kernspaltung, also Atomkraftwerke, was es bis jetzt gibt, wo man Atomkern spalten und daraus Energie gewinnen oder Wärme, wo man die Turbinen antreiben kann. Und bei Kernfusion würde man eigentlich Atomkern verschmelzen, also der Prozess, der zum Beispiel auf der Sonne stattfindet. Aber natürlich ist Bedingungen nachzustellen, die auf der Sonne herrschen, ist hochkomplex. Und darum wieso? Wieso echt, ja. Nein. Druck, Hitze und all das Zeug. Also, man ist jetzt schon lange dran an dieser Kernfusion am Forschen. Und der grösste Kernfusionsreaktor, also vielleicht ist es auch einer der ersten richtigen, der heisst ITER. Der wird in Südfrankreich gebaut. Ja, der heisst ITER in Südfrankreich und der ist jetzt schon fast 15 Jahre im Bau und wird 2025 wahrscheinlich fertiggestellt werden. Aber weiss man, ob das funktioniert oder nicht? Weiss man nicht wirklich, aber eben, es werden Milliarden reingesteckt weltweit in verschiedene Projekte, um die Wissenschaft dort vorantreiben und theoretisch, also in der theoretischen Physik hat es extremes Potenzial. Ja, also du kannst enorme Energie daraus gewinnen. Viel mehr als aber mit normalen Atomkraftwerken. Hochkomplexe Situation musst du dort in dem Reaktor nachstellen und alles unter Kontrolle haben. Das ist extrem schwierig. Aber wir werden sehen, was da kommt. Also eventuell haben wir dort eine extrem effiziente Energiequelle. Vielleicht ist es aber auch ein Milliardengrab. Ja, also, aber gleich, ich finde, man sollte in dem Forschen, in das investieren. Also vor allem jetzt staatlich gesehen, der Staat sollte sich damit auseinandersetzen, weil wir brauchen eben neue Lösungen. Kohlekraftwerke und Atomenergie ist zwar lange eine gute Lösung gewesen, aber jetzt durch unseren Fortschritt haben wir gemerkt, dass es halt nicht die optimale Lösung ist. Und darum finde ich, sollte man einfach möglichst viel in diesen erneuerbare Energien forschen und probieren, eine bessere Lösung zu finden. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir eigentlich machen? Was können wir Kantischüler verändern, dass erneuerbare Energien gefördert werden? Also ja, wir Kantischüler können eigentlich nicht wirklich viel machen, außer einfach schauen, woher wir unseren Strom bekommen. Zum Beispiel, ob er halt von einem Atomkraftwerk oder Wasserkraftwerk oder von Solarenergie kommt, wo auch immer. Aber ich glaube, da müssen wir dann auch da müssen wir extra zahlen, also erneuerbarer Strom, also erneuerbare Energie kostet ja mehr, wenn man nur die beziehen vom Stromnetz. Geht das? Geht das überhaupt? Das kannst du machen. Ja, du kannst schon drin investieren und sagst, du baust Solarpanels auf deinem Dach. Natürlich, im ersten Jahr zahlst du sehr viel mehr, aber schlussendlich sparst du dann Geld. Ja, also vor allem bis in 10 Jahren oder so, wenn wir erwachsen sind, habe ich das Gefühl, wenn die Technologie so weit ist, dass komplett rentabel ist,
auf sein eigenes Dach Solarzellen zu bauen. Und wahrscheinlich hätten wir das in 10 Jahren nachher draussen. Ja, also ich... Und es ist billiger dran und... Ja, ich denke, was wir Kantischüler können jetzt nicht wirklich mega viel in den Strom produzieren oder eben etwas bewirken. Was wir können machen, ist einfach eben, weiß nicht, Eltern davon überzeugen, Solarpanels auf dem Dach bauen. Oder wenn man dann mal auszieht und ein eigenes Haus baut mit der Familie, sich das wirklich nochmal überlegen, ob Solarpanels nicht echt gute Lösung sind. Man kann das auch gut im Internet ausrechnen, ob sich das dann auch schlussendlich lohnt oder nicht. Und wie viel Gewinn das man schlussendlich wirklich machen würde, nach wie vielen Jahren, dass es rentabel wäre. Und ja, eben, das ist auch das, was wir Kantischüler können machen können. Auch halt eben mit Leuten einfach reden, sagen, wieso Kohlekraftwerke jetzt weniger gut sind als erneuerbare Energien. Und wenn man wirklich Leute aufklärt und mit Leuten redet, dann wird das auch etwas erreichen. Wenn man jemandem eine Idee in den Kopf setzt, dann verbreitet sich vielleicht die Idee und kommt dann auch am Staat an, wo dann zum Beispiel Solarpanels können subventionieren. Und auch in der Politik, also wir können ja selber wählen. Wir können, immer wenn es irgendwie rund um den Klimawandel geht und eben die Energiewende, dass wir heute halt für das wählen, für erneuerbare Energien, für einen schnelleren Wandel. Vielleicht eben halt eher grün und links. Ist halt, das tut man halt damit verbinden, ja. Und ja, so können wir eigentlich schon einiges ein beeinflussen. Ja, sicher. Also ich hoffe, in der Zukunft ändern wir unsere Meinung ein bisschen zu erneuerbaren Energien und merken, wie wichtig das ist, dass wir eben gute Energiequellen, die nicht umweltschädlich sind, finden oder weiter ausbauen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Wir haben eben da mit dem Atomkraft 2017 haben wir das auch, das Volk auch gut entschieden, finde ich. Und ich habe das Gefühl, allgemein hat die Schweizer Bevölkerung einen guten Eindruck von Energie, was wir wollen und was wir in Zukunft aufbauen werden. Es ist nicht so, dass wir immer noch irgendwie mega viel aufklären. Schon können wir noch aufklären, aber gleich. Ja, ich habe das Gefühl, die Länder machen etwas. Jetzt auch Länder, die sonst sich nicht viel engagieren für etwas, eben China und so weiter. Natürlich haben die auch immer noch Atomkraftwerke, aber sie auch viel Solar- und Wasserkraftwerke ausbauen. Die USA hat immer noch viele Kohlekraftwerke, leider. Aber ist natürlich ja, eine Sache für sich. China auch, Deutschland auch. Natürlich. Aber eben, es findet ein Umdenken statt, eben eine Energiewende. Und wir müssen einfach weiter so dranbleiben und probieren, das möglichst zu fördern. Ja, weitere Technologien entwickeln. Dann wird es rentabler, dann kann man mehr Kraftwerke aufbauen. Und Schritt für Schritt, aber trotzdem möglichst schnell halt von diesen fossilen Brennstoffen wegkommen und umweltfreundlich, CO2-neutral können leben. Ja, und für alle von euch Kantischüler, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, was studieren und sich für erneuerbare Energien interessieren, könntet ihr ja etwas in Richtung von Umweltingenieur lernen. Es wäre ein Job mit grosser Zukunft, viel Potenzial und wäre auch etwas Gutes. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Und eben weil es ja gilt, so schnell wie möglich von den fossilen Brennstoffen wegzukommen, müssen wir den Energiewandel antreiben. Und der hat eigentlich auch einen guten Lauf angenommen, so weltweit gesehen. Weil eben in erneuerbare Energien immer mehr forschen und mehr nutzen. Und Atomkraftwerke gibt es eigentlich auch noch eben. Die sind ja so umstritten, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass sie gut oder schlecht sind. Besonders in Bezug zu der Umwelt gesehen, sind sie eben wirklich nicht so schädlich, bis auf die Atommüll gesehen. Und dann haben wir noch Kernfusion, die potenziell uns ein grosser Energielieferant werden könnte. Ja, das war eigentlich so ein kurz zusammengefasst nochmal. Wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Die Zukunft sieht gut aus, was die Energie angeht. So grosse Sorgen muss man sich da jetzt nicht machen. Ja, einfach am Ball bleiben, alle. Die Sorge ist halt direkt mit der Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung verbunden. Mhm. Aber ja, die Sorge an Versorgung von erneuerbaren Energien, ja, sieht eigentlich gut aus. Nach weiter forschen, eben jeder Einzelne, probieren möglichst erneuerbare Energien rauszuholen oder das unterstützen.
nicht nur finanziell, auch durch Wählen, Abstimmen, das Energiegesetz, auch wenn es abgelehnt wurde, ist leider. Und weniger Energie brauchen vielleicht. Da kann man auch ein bisschen sparsam umgehen. Ja, also eben, probiert sparsam leben, das ist auch das, was im letzten Podcast vorgekommen ist. Schaut auf die Energie, dass die von einer umweltfreundlichen Quelle kommt. Und ja, bleibt gesund, macht es gut, danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, das lacht. Da musst du jetzt aber auch wieder mehr etwas zusammen basteln, ne? Ja, ich hab den Podcast ist abstellen. Ah, fuck, es geht nicht. Ey, du musst den Stoff hier bin ich gerne groß schlafen. Sag's auf jeden Fall. Ja, minus 10 Minuten.